Mittwochshandel, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und auch heute eine aktuelle Trading-Chance. Wir sind im Währungsbereich und schauen auf den kanadischen Dollar. Und hier aufgepasst, das Setup lautet kanadischer Dollar Short und wir werden einen US-Dollar, kanadischer Dollar, also einen US-Dollar gegen kanadischer Dollar Long handeln. Aufwertung des Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Natürlich, bevor wir auf das eigentliche Setup schauen, wie immer die rechtlichen Hinweise, die natürlich auch heute gelten. Und damit wollen wir direkt auch einsteigen. Wir haben ein Short Setup für den kanadischen Dollar. Das bedeutet, wenn ich ein Produkt, bei dem der US-Dollar vorne steht, handle, dann muss das ein Long-Produkt sein. Long auf den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Das, was vorne steht, wertet auf, in dem Fall der US-Dollar. Das, was hinten steht, wertet ab, in dem Fall der kanadische Dollar. Die meisten Produkte, die auf Währungen lauten, da ist eben der US-Dollar vorne. Das heißt also, ich muss das Ganze umdrehen. Ich muss also, wenn ich auf eine Schwäche der anderen Währung setze, muss ich auf die Long-Seite setzen für den US-Dollar. Also die Währung, die vorne steht, bei einem Währungspaar, das ist sozusagen das Long Pendant. Kanadischer Dollar neigt zur Schwäche in diesem Zeitfenster ab dem vierten Handelstag des Monats. In diesem Zeitfenster sind wir jetzt drin. Und das auch über 4,5 Dekaden. Wir sehen, dass hier 44 Jahre la oder reicht dieses Setup zurück. Genauso weit bis in mein Geburtsjahr. Und Equity sehen wir hier von dieser Strategie, die ist von diesem einen Ausreißer hier im Jahr 2008, der natürlich vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun hatte, dass damals die Häusermarktblase in den USA geplatzt ist, was natürlich einiges durcheinander gewirbelt hat. Aber Häusermarktblase geplatzt oder nicht, dieser Absacker war da. Aber abgesehen davon, wo das dann einmal auch wirklich seinen Ausreißer hatte, ist das ein sehr, sehr stetiges Setup, wie man hier sehen kann an der Kapitalkurve. Und dementsprechend wird der kanadische Dollar short gehandelt und der US-Dollar long. Wir sehen es hier oben, US-Dollar gegen kanadischer Dollar long. Das heißt, das vordere Pendant ist das Long-Pendant sozusagen, ist der Markt, der relativ gesehen aufwertet. Und der hintere kanadische Dollar ist der relativ gesehen abwertet. Hebel liegt bei 20. Ich handle einen Open End Turbo von Vontobel mit der WKN VQ7 PHT. VQ7 PHT. Einstieg Market. Stop Loss liegt bei 1 Euro. Und der Exit ist zeitbasiert kurz vor Weihnachten. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handelstag und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Macht's gut. Ciao.